das geht halt ziemlich in Richtung Pornografie, meiner Meinung nach. Und es ist ein bisschen zu oberflächlich, also die Leute einfach nur auf den Körper zu reduzieren. Ich habe die Sendung noch nie gesehen, aber es ist ja, glaube ich, dass man nur die Geschlechtsteile sieht und dann immer weitere Körperausschnitte und ja, der Charakter bleibt ja schon irgendwo zurück dann, ne? Wenn jemand sich zur Schau stellen möchte im Fernsehen nackt, dann kann er das gerne tun. Ich verurteile das nicht, aber für mich würde das auf jeden Fall nicht in Frage kommen, weil irgendwo ist es ja auch noch eine Privatsphäre und das muss ich auch nicht sofort preisgeben. Aber wenn die das machen wollen, mein Gott, dann sollen sie halt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das interessant finden oder ja, sich da ja, gerne ein paar nackte Leute anschauen. Ich denke, wenn sich Menschen finden, dann finden sie sich, weil die Chemie zwischen den beiden stimmt, weil sie ähnliche Interessen haben, vielleicht auch manchmal Gegensätze, aber nicht über die Nacktheit zuallererst. Ich finde es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Nichts fürs Fernsehen eigentlich. Ich wäre ja immer noch für die klassische Art, irgendwo hingehen in eine Bar ja, oder so, und irgendwelche Leute kennenzulernen, aber nicht so. Wenn man wirklich komplett ohne Grenzen alles zeigt, ohne irgendwas zu zensieren, finde ich zu extrem fürs Fernsehen. Gerade auch, weil man nie weiß, ob doch mal Kinder irgendwie noch zuschauen. Ich finde das ganz furchtbar. Die interessantesten Bilder aus München. Unterstützt von Foto Video Sauter.